Liedermacher Giorgio Conte. Der 69-jährige Musiker komponiert seit 4 Jahrzehnten für viele italienische Musiker. Es gäbe aber Lieder, die er am besten selbst interpretiert, hat er meiner Kollegin Michaela Schöller verraten. Gestern hat er das getan. Conte ist in der Cellemühle aufgetreten. Ballavi, ballavi con me, e poi sei sparita perché io voglio che il sogno riprenda. Adesso ti sveglio, faccio sognare anche te. Balla con me. Una notte italiana, eine italienische Nacht, nennt der Botschafter der Träume, wie er einmal genannt worden ist, seinen Liederabend. Und italienisches Lebensgefühl wecken, das kann er. Mit wehmütig anmutenden Balladen und eingängigen Melodien, die nach Sommer riechen. Und mit Rhythmen, die Lebensfreude wecken. Rock'n'Roll, cha-cha-cha, Disco, Dance, Rhythm, Blues, Walter, Tango, La Polka, We Mama, Gimo, Papa, We Mama, Gimo, Papa, Esta, Svanja, La Pura, We Mama, Gimo, Giorgio Conte stammt aus Asti im Piemont. Sein beruflicher Alltag war lange Zeit von seinem Beruf als Anwalt bestimmt. Im Alter von 53 Jahren hat er dieses Leben hinter sich gelassen, um die Musik zu seinem Lebensinhalt zu machen. Ich bin ein Landkind und habe eine bürgerliche Erziehung genossen. Ich wollte immer allen anderen alles recht machen, so gut es geht. Und dann habe ich gesagt, Schluss. Ich habe meine Schuldigkeit getan, lasst mich jetzt machen, was ich will. Es sind keine kitschigen Texte, es sind Lebensgeschichten, die da gesungen werden. Ja? Das ist das, was man alltäglich lebt oder in seinem eigenen Leben. Ja? Es sind Texte, die halt einen Sinn haben. Bei manchen Liedern wird einfach irgendwas gesungen, aber da ist von vorne bis am Ende, jeder Text hat einen Sinn. Zum dritten Mal schon gastiert Giorgio Conte bereits mit seiner Musik in der Cellaimühle. Kein Wunder, der Musiker bevorzugt intimes Ambiente für seine Auftritte. Ein Gentleman, der ganz ohne Showtrubel seine Leidenschaft lebt.